Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge des Megaprojekts. Wir müssten jetzt gerade bei 125 sein oder sowas. Werdet ihr sehen im Titel, aber ich weiß gerade nicht genau. Und ja, ich werde heute auf jeden Fall noch mal so ein bisschen rumlaufen und zeigen, was hier so passiert ist insgesamt. Deswegen wird die Folge auch wahrscheinlich ein bisschen Überlänge haben, weil ich auch noch einiges zu tun habe. Ich habe aber gestern im Livestream auch ein bisschen Megaprojekt gespielt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Auf meinem Twitch-Kanal ist aber ja nicht so ganz spannend gewesen. Aber ich werde euch jetzt zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar gehe ich dafür erstmal runter. Und zwar tada, ist die Lavapumpe oder der Lavatank wieder so gut wie voll. Wenn man nicht gerade falsch hinguckt. Das heißt, ich habe die Pumpe wieder neu gesetzt, sodass die wieder schön viel pumpen kann. Dann ja, habe ich oben das Haus gebaut, was ich endlich mal machen wollte. Und dem habt ihr es schon kurz gesehen. Tada! Das ist das Haus bis jetzt. Da will ich auch noch ein bisschen weiterbauen. Ich habe ja vorher schon mal ein bisschen gesagt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ungefähr so sieht es jetzt auch aus. Das heißt, also es sollte halt so ein bisschen abgespaced sein. Halt genau wie das, wie der restliche Teil des Dorfes. Ja, eben modern. Aber auch noch anders, keine Ahnung. Und ja, ich finde eigentlich, es ist ganz gut geworden. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bei manchen Ecken gibt es so ein paar, wie heißt die Dinger, Microblock-Fails, wie zum Beispiel hier. Aber soweit ich weiß, geht das nicht anders, dass man, ja, dass der Glasblock da nicht so reingeht. Das gleiche müsste hier sein, aber da habe ich noch gar nichts hingebaut. Das muss ich noch machen. Ja, hier haben wir eine Tür, dann würde hier, irgendeine Leiter sein oder halt diese Magiedinger nach oben. Und ist auch irgendein Raum, keine Ahnung. Aber vielleicht werde ich das auch gar nicht einrichten. Mal gucken. Und dann mache ich in dieser Folge auf jeden Fall noch die restlichen Lampen. Das wird auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich frage mich, warum hier Eisen ist. Egal. Und ja. Den Rundgang werde ich am Schluss machen. Jetzt kümmere ich mich erstmal um das, was noch getan werden muss. Und zwar hatte der Stegi im Livestream eine ziemlich gute Idee. Und zwar einmal den Weg zu ändern. Und zwar zu Soul Sand. Weil es einfach ja zum Rest passt. Vom Aussehen her. Und dann noch die Getreidedinger zu ändern zu wie heißen die Dinger? Nether Wards. Und ja, das passt echt beides ziemlich gut. Das heißt, ich werde mal kurz ein paar Sachen wegtun und mir dann eine Schaufel holen, weil ich nämlich gar kein Soul Sand mehr habe. Und ja, deswegen müsste ich eben noch ein bisschen was farmen. Oder aber ich kann das craften. Nee. Oh, ich könnte solche Scrapboxen bekommen. Das heißt, ich könnte es mir vielleicht bei Spark zum Beispiel leihen. Beim Leihen. Weil der eine Scrapbox-Produktion hat. Aber egal, ich mache mir das eben selber. Es dauert ja auch nicht so lang. Dafür bräuchte ich mal eine Schaufel. Boah, ich habe gar keine Schaufel. Okay. Mache ich mal eben eine. Wahrscheinlich habe ich eine, nur ich sehe sie doch nicht. Komisch. So, Stick. Die werde ich aber auch enchanten. Ich habe ja bestimmt unten noch einiges an Leveln. Nein! Ups, kein Schwert. Ich brauche nur eins. Und dafür zwei Sticks. So. So. Dann gehen wir mal nach unten. Hier hatte ich eigentlich noch einiges vor. Ja. Wie man sieht. Aber na, das ist jetzt nicht wirklich
viel draus geworden. Ach, ich habe 30 Level noch. Mal gucken, vielleicht habe ich hier sogar Bücher, die ich verwenden könnte. Was brauche ich denn? Efficiency. Habe ich hier gar nicht. Oben vielleicht noch. Ich guck mal eben. Müsste ja hier irgendwo drin sein. Efficiency 3, das reicht mir nicht ganz. Und ja, Spitzhacken. Na gut. Dann gucke ich auf jeden Fall mal, dass ich was Besseres Enchanted bekomme. Ja, perfekt. Efficiency 4. Wir könnten sogar noch eine Efficiency 5 Spitzhacke draus machen. Ich denke mal, die sind voll hier. Ah, nicht ganz. Weiß ich. Das heißt, ich mache mir noch eine Schaufel. Eins, zwei. Und einen Diamant. Boah, ich dachte schon gerade, ich habe was anderes enchanted. Nicht die Schaufel. Das wäre nicht so gut gewesen. So. Habe ich jetzt. Nee. Aber hier ist zum Glück auch eine Crafting Bench. So, am besten jetzt nochmal Efficiency 4. Ja, perfekt. Dann gehe ich mal zum Amboss und guck, wie teuer das ist, die beiden zu verbinden. Ja, 17 Level. Das ist nicht so viel. Zum Glück. Oh, perfekt. Ja, nice. Zack, zack. Efficiency 5. Okay, mal gucken, wie schnell das geht, jetzt die Soul Sands abzubauen im Nether. Sollte mich eben aufladen. Und dann geht's ab. Ja, komm, die Schuhe brauchen wir zu lange. Oh, ups. Das wollte ich nicht. So. Einmal nach oben. Dann guck ich mal hier rein. Und hole mir ein bisschen Soul Sand. Ich denke mal, ich brauche so 2, 3, 4, 50 Stacks. Aber das geht auch relativ schnell, wenn man erstmal so einen guten Spot hat, wo viel Soul Sand ist. Mal gucken. Da ist ziemlich viel. Irgendwo habe ich auch schon mal ganz viel abgebaut. Glaube ich jedenfalls. Oh, nice. Perfekt. Instant. Dann wird das schnell gehen wie sonst was. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das instant mit Efficiency 5 geht. Habe ich genug Platz? Ja. Ich habe noch den Canvas-Bag dabei, den ich momentan gar nicht benutze. So. Ich hätte mal in die Magiekiste gucken sollen. Weil da habe ich auch noch Soul Sand wahrscheinlich. Aber ja, das wäre das, was ich jetzt hier bekomme. Wird locker ausreichen. Reicht auch schon eigentlich. So. Sammeln wir das alles ein und dann geht's wieder weg hier. Ja, passt gar nicht mehr rein. Und austauschen lässt sich das ja auch ziemlich einfach mit dem, wie heißt das Ding? Oh Gott, keine Ahnung, ich habe das lange nicht mehr benutzt. Diese Schaufel, nee, was war das? Ah ja, und auf Exchange. So, jetzt ist die Frage, wo ich hergekommen bin. Ich meine von da hinten. Wie geht das? X. Da ist auf jeden Fall so ein Gang. Deswegen müsste das richtig sein, in diese Richtung. Ja, genau. Einmal hier hoch. Ah, verdammt, jetzt habe ich nicht. Oh, jetzt bin ich nicht gesprungen. Hier ist falsch. Da, ganz nach oben.
Oh, ein Golem ist hier durchgelaufen. Auch cool. Möchte auch die Hölle bevölkern. So, dann hole ich mir mal den Zauberstab. Übrigens habe ich das Loch wieder aufgemacht, weil der die das Teleport-Ding momentan nicht funktioniert. Müsste irgendwo hier drin sein. Hofground. Oh, bitte habe ich es noch. Nein, es regnet. Aber wahrscheinlich hier. Ja. Gut. So, dann geht's nach oben. Jetzt ist die Frage, wie das nochmal funktioniert. Ich glaube, ich muss das irgendwie antippen. So, jetzt ist das aktiviert. Ah, perfekt. Und mit Rechtsklick kann ich das jetzt hier ändern. Okay. Es passt leider nicht so ganz zum Gras, aber allgemein, das ist, glaube ich, einen ganz coolen Effekt. Wo? Da. Kam eben so viel Flints raus, irgendwie, ganz am Anfang. Hä? Ganz komisch. Ach so, wahrscheinlich, weil ich die Gravel direkt eingesammelt habe. Deswegen sah es nur so aus. Jetzt sammle ich beides direkt ein. So. Gut. Dann werde ich jetzt... Ja, es passt echt nicht ganz zum Gras, finde ich. Aber es ist okay, glaube ich. Und... Von der Sache her passt es auf jeden Fall. Dann werde ich jetzt mal... ja, wie gesagt, das hier umtauschen. Das heißt... Mal gucken, geht das einfach so, wenn ich jetzt... Nein, wenn ich jetzt... Ah doch, so richtig. Rechtsklick. Ah, wird richtig geerntet. Zack. Und dann nochmal hier. Weg und weg. Dann brauche ich Nether Wards. Die habe ich vielleicht sogar noch hier. Vielleicht. Oh Gott. Ist der Knopf weg. Wo ist er hin? Habe ich nicht aufgesammelt. Liegt er hier noch irgendwo? Da. Packen wir Sachen weg. Zack. Habe ich hier noch was? Nee. Sieht nicht so aus. Und nee. Dann gucke ich mal da unten in der Kiste. Wobei ich glaube, dass auch nicht mehr wirklich was ist. Wenn dann hier oder so. Oder in der Hölle. Aber nix. Das glaube ich nicht, oder? Dass ich gar nichts mehr habe. Gucken wir hier rein. Nee. Das wäre natürlich doof. Hier hatte ich ja irgendwas angepflanzt auch. Aber vielleicht habe ich es alles verbraten. Weil ich nicht gedacht habe, dass ich es nochmal brauche. Ich fange mal eigentlich an. Ah ja, das spawnt nichts, weil die Mobs nicht mehr an sind. Ich frage mich zwar, wer die ausgemacht hat. Okay, Kev wird das gemacht haben, weil der einzige ist mit Zugang. Aber warum, freue ich mich. Oder vielleicht aus Versehen. So. Ah, 39 Stück. Okay, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich schlafe mal eben. Ja, mein Bett habe ich oben. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber ich kann es ja schon mal anpflanzen. Oh Gott, jetzt kann ich nicht hochlaufen. Weil das zu tief ist. Aber ja. Ich
fliegt ja sowieso hier meistens. Deswegen ist das kein Problem. Und ich will eh nicht in die Häuser reinlaufen. Passt schon. So, 39. Hierfür brauche ich... Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, das wird auf jeden Fall nicht reichen. Aber wie gesagt, anpflanzen kann man es schon mal. Und dann... ja, vielleicht finde ich auch in meiner Tour gleich irgendwelche Netherwards. Dann kann man die übernehmen. So, das hier packen wir alles in eine Kiste unten. So, gut. Dann würde ich die Kiste gerne mal ausleeren. Aber erstmal muss das ja alles weg. Mein Lagersystem ist ja momentan leider ein bisschen zu gemüllt. Ja. Oh Gott, ganz viele Flaschen. Muss ich echt mal ausleeren, sonst passt da nichts mehr rein. Und dann, naja, wird's eng. Aber egal, ich packe erstmal alles, was ich so habe, hier rein. Ah, die brauche ich. Nein, weg ist er. Und dann packe ich ein paar Sachen hier aus. Ja, geht noch nicht. Irgendwie geht das auch mit dem Mod hier. Aber das weiß ich gerade nicht. So, voll. Das kommt alles... Wo kommt das rein? In die Wasserflaschenkiste hier rein. So, dann mache ich auch mal direkt das hier rein. Das müsste das Rote sein, glaube ich. Hier ist das Rote. Deswegen wird es hier wohl auch das Rote sein. Einmal so. Dann das rein, das da raus. Du kannst mal weggehen. Und dann machen wir mal kurz eine Unterbrechung. Bis gleich. Weiter geht's. So. Ja, komm weg. Hol ich mir mal das Teil wieder. Und zwar wollte ich jetzt mal die wieder verbinden. Weil wenn ich hier drauf trete, dann komme ich nirgendwo hin. Und das soll ja nicht so sein. Unlinked. Link to Teleporter. Jetzt gehe ich nach oben und verlinke das Ding mit dem anderen Ding. Ja, komm schon. So. Unchanged. Ich mache irgendwas falsch, weil... Das geht nämlich nicht. Ich frage mich, warum das nicht geht. Weil eigentlich ist hier genug Power drin. Ja. Warum geht das nicht? Das ist doof, wenn das nicht geht. Oh Gott, jetzt habe ich natürlich die ganze Energie daraus bekommen. Rausgeholt. Egal, was soll's. So, und... Mann, habe ich schon im Stream nicht verstanden, was da das Problem ist. Weil das wäre echt gut, wenn das funktionieren würde. Das habe ich übrigens geändert, weil... Also eigentlich sollte die Druckplatte das direkt aktivieren. Das Dumme war dabei nur, dass wenn man hier wieder rausgeht, dann muss man über die Druckplatte laufen und wird halt direkt wieder teleportiert. Und deswegen... Ja, hat das nicht so viel gebracht. So, ja, von oben nach unten geht, aber ansonsten geht's nicht. Ich fange mal oben an. Oder ich müsste das Teil vielleicht mal abbauen. So. Und so. Zack. Link to Teleporter. Und jetzt verbinden mit unten. Zack. Established. Ah, und? Perfekt, gut, funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum es eben nicht funktioniert hat. Aber jetzt geht's. Ja. Gut, dann brauche ich mal eben zwei
Basalt Bricks. Nee, Basalt Pavers. Hab ich hier nicht. Oh. Okay, aber sicherlich nach oben. Boah, vielleicht aber auch nicht. Doch. Sonst mache ich mir die aus Half-Slabs oder setze Half-Slabs drauf. Weil ich das gar nicht mag. Aber man kann die auch. Man kann die zum Beispiel aus Covers machen. So, Slabs. Oh, jetzt habe ich das ein Triple Cover. Eins, zwei, ja, machen wir alle. Das wieder da rein. Und das hier setzen wir. Schon ein bisschen nervig, dass man da nicht hochkommt. Das setzen wir dann da drauf. So. Gut. Okay. Hier ist schon einiges gewachsen. Ich müsste mal die Hall of Growth hier ausprobieren. Vielleicht geht das ja auch. Aber soweit ich weiß, funktioniert das nur so wie Knochenmehl. Also sollte das eigentlich nicht gehen. Aber wer weiß, vielleicht geht's doch. Wo haben wir die? Ja. Habe ich, glaube, noch nie benutzt für irgendwas. Also schon zum Testen oder so. Nee. Na gut, dann nicht. So, das heißt, wir lassen es wachsen. Und ich hatte eben irgendwas vor, habe ich was vergessen? Achso, genau. Dann wollte ich jetzt mal den Zaun abreißen, komplett um mein Dorf. Ah ja, und dann hatte ich noch was Cooles vor, was ich auch noch versuchen werde. Und zwar will ich ja schon eine Begrenzung haben. Allerdings nicht in der Form eines Zaunes, sondern anders. Und wie genau, das werde ich gleich zeigen. So, erstmal kommt das alles weg. Das wird jetzt ein bisschen dauern und das geht am besten. Ja, es geht noch schneller. Und zwar mit einer Efficiency-Hacke. Ah, verdammt. Hab ich vielleicht noch irgendwo? Auf jeden Fall habe ich eine eine Axt. Glaube ich. Hoffe ich. Habe ich nicht. Ah, hier oben. Hm. Mist. Ach komm, egal. Was ist hiermit? Dann dauert es eben ein bisschen. Was soll's. Und ja, wie gesagt, dann machen wir eine andere Begrenzung. Und ja, ich kann es einfach mal schon mal sagen. Und zwar, wenn man zum Beispiel eine Quarry macht oder so ein Filler oder so, dann muss man ja vorher mit Landmarks so einen bestimmten Bereich einzäunen. Und genau das habe ich hier vor. Ende. Das heißt, ich werde gleich Landmarks da hinsetzen, die so aktivieren, dass eben genau ein Quadrat entsteht. Und dann sollte dieses Rechteck, kein Quadrat, dann sollte dieses Rechteck eben die Einzäunung sein. Ich weiß selber noch nicht, wie es aussieht, aber ich hoffe mal, dass das ganz, ganz gut wirkt. Mal sehen. Und ich hoffe mal, dass es auch nicht verschwindet, wenn man den Server neu startet oder sowas. Okay, weg, verdammt. Dann hole ich mir jetzt mal die andere Axt. Ah, ich sollte später drücken. So, andere Axt, wo bist du? Die war hier, glaube ich. Da, und komm, die entscheide ich auch eben. Aber nur einmal. Das bedeutet, ich muss eben ein so Teil abbauen und hoffen, dass da noch XPs drin sind. 24. Dann gammel ich mir hiervon noch ein paar. Eine Kiste. Mit. Oh, einem Angel. Oh, habe ich gesucht, oder? Ich glaube, das habe ich gesucht. Und nicht gefunden, deswegen habe ich mir ein neues gemacht. Beim Ender Dragon Fight habe ich es doch gesucht. Oh, das war doof. So, zack. Und das mit den Mobs ist auch recht doof, dass sie einfach aus sind. So,
Dann geht's hier nach oben. Und wir enchanten auf Level 30. Oh nein, Unbreaking. Hat sich echt gelohnt. Oh, verdammt. Super. Naja. Und es ist wieder Nacht. Dann gehe ich kurz schlafen. Gute Nacht. Und dann geht's weiter mit dem Abbauen. So, hier. Mal gucken, ob das... Nee, dauert nicht. Nicht wirklich länger als mit der anderen Axt. Wahrscheinlich ist es genauso schnell. Aber Efficiency wäre halt echt jetzt noch ziemlich gut. Weil, ja, die Schaufeln eben haben ja echt richtig gut funktioniert. Das war eigentlich perfekt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sodass ja, ein gutes Enchantment war. Efficiency 5 am Ende eben. Und auch nicht zu viel, sodass es dann zu teuer war zum Reparieren. Oder zum Vereinen. Zu einer Efficiency 5 Schaufel. So, gleich haben wir es auch geschafft. Und vielleicht reicht das jetzt sogar von den Netherwards her, dass ich da neue pflanzen kann. Hätten wir das nämlich auch fertig. So, gleich haben wir es. Und, oh, geschafft. Gut. Mal gucken. Eins. Kriege ich mal drei raus oder vier. Glaube ich. Aus einem Ding. Nee, wird nicht reichen. Ups. Ja, egal. Dann hole ich mir jetzt mal meine Landmarks. Beziehungsweise pack vielleicht noch ein paar Sachen weg. Hier rein. Weg damit, weg damit, weg damit. Landmarks haben wir irgendwo hier unten. Ne, hier, Technik. Oder nützliche Items oder so. Hier oben. Achso, dann brauche ich natürlich noch Blöcke, die ich gerade weggetan habe. So, mal gucken. Dann brauche ich halt jetzt erstmal die Eckpunkte. Und zwar ist es einmal hier. Ich nehme einfach die ganz genauen Eckpunkte. Würde ich sagen. Ach, komm schon. Und, ja, wie hoch mache ich das? Ich würde sagen, doch circa, ja, so ein, zwei, drei Blöcke über den Dächern. Aber so, dass die Kirche vielleicht noch mittendrin ist. Das wäre vielleicht ganz gut. Oder? Ja. Hier drauf. Mache ich es mal. So, das ist jetzt bei minus 178, 318. 178, 318. Dann gehen wir nach hier bis hier. 178. Achso, welche Höhe war das? Ja, scheiß Sprint. 75. So, 75. Dann nach hier hinten. Boah, jetzt habe ich natürlich vergessen, was es für eine Zahl war. Aber hier sollte es passen. Und hier. Ups, ist schon zu hoch. Aber hier kommt mir gar keine Zahl bekannt vor. Das wundert mich ein bisschen. Achso, stimmt, muss ja, weil komplett andere Koordinaten. So, 77. 75. Ja, das reicht ja schon. Jetzt müssen wir das Ding rechtsklicken und haben eine Umrandung. Jetzt kann da jemand einfach eine Query anschmeißen. Und das war's mit dem Dorf.
So, mal gucken, ist das jetzt vielleicht zu tief? Zu hoch oder sonst was? Ups. Oh, was natürlich noch geiler wäre, wenn man da nicht nur ein so ein Ding hat, sondern mehrere. Das wäre cool. Das heißt vielleicht noch zwei Blöcke drüber und zwei Blöcke drunter. Mal gucken. Und dann muss man überlegen, ob man das vielleicht nicht noch einen Block weiter nach außen macht. Also hier. Sonst geht das halt durch die Häuser durch. Das wäre nicht so gut. Dann hier. Und hier. So, dann machen wir das einmal da. Und da. Ja, mal gucken, ob das dann gut aussieht. Nein, verdammt. So und so. Gut. Ups. Oh nein, jetzt habe ich es natürlich komplett falsch gemacht wieder. Gut, so. Kann ich es auch unten dran machen? Ah ja, cool. Und so. Natürlich in alle Richtungen falsch gemacht. Einmal hier, ups, hier dran. Oh, Mann. Dann so und so. Und dann nochmal in der Ecke. Und dann haben wir es gleich auch. Kann ich auch direkt wegmachen. So. Gucken. Das müssen wir noch mal trennen. Und dann machen wir jetzt das hier. Oh, okay. Ach, verbinden sie natürlich auch so. Okay. Und zack. Das auch mit unten, ja. Finde ich eigentlich ziemlich gut, oder? Hat auf jeden Fall was. Jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer oder mehrere nach unten. Dann wäre es perfekt. Das heißt. Oh, drehe ich es nicht? Ah, so. Noch zwei nach unten. Da dürfte noch keine Luft sein. Noch keine Erde. So und so. Und dann passt das. Oh, hier ist knapp. Komm. Hey, komm, ich will da drunter platzieren. Egal, machen wir so. Ach nee, wenn hier ein Block wäre, dann ja direkt hier unten. Aber gut. Das ist kein Problem. Hier kommt nichts hin. Dann nur noch hier. So. Und so. Dann einmal. Zack, und das auch verbunden. Okay, perfekt. Dann kommen jetzt die Steine weg. Oh Gott, ich hoffe mal. Nee, das müsste da bleiben, oder? Ja. Zum Glück. Nein. Nein.
Nein. Das ist verschwunden. Boah, jetzt muss man auch noch mit Block-Updates und so aufpassen, oder wie? Das wäre natürlich nicht so schön. Ansonsten würde ich einfach irgendwelche Säulen dahin bauen. Sind das jetzt wieder 5? Nee, fehlt noch eins oben. Ja. So, dann muss ich mal gucken, wie kann man das denn erreichen, dass hier nichts kaputt geht. So nicht. So, wenn ich doch jetzt das abbaue, dann passiert erstmal nichts, doch. Okay. Warum ist das hier nicht mit unten verbunden? Hier schon. Jetzt wahrscheinlich überall. Nur hier noch nicht. Jetzt schon, okay. Ja, verdammt. Das ist doof. Ich muss das mal testen im Kleinen. Wenn ich jetzt hier 4 Stück habe. 3. Zack. Und dann ein Block abbauen. Ja. Oh, was ist das denn? Ein Loch? Ja, hier geht's direkt runter. Oh, gut. Aber eben hat es irgendwie geklappt, dass das nicht direkt kaputt geht. Geht gar nicht jetzt. Wie hab ich denn eben gemacht? Ich hab doch auch einfach so ein Ding abgebaut. Egal, dann mache ich es anders. Dann bleiben die Fackeln dran. Und ich mache an die Ecken irgendetwas Sinnvolles hin. Und zwar, was können wir da denn nehmen? Halt so ein Turm einfach. Aus irgendeinem Material. Und zwar. Ja, entweder halt Eisen und Basalt oder halt nicht. Aber ich denke mal, das nehme ich. Aber ich würde sagen, wir nehmen Slabs dafür. Iron Slab. Und Basalt Slab. Habe ich jetzt natürlich zu wenig. Das heißt, ich müsste mal gucken, wo ich jetzt noch mehr Slabs, mehr Basalt herbekomme. Ups. Kann ich ja vielleicht hieraus irgendwie machen. Nee, ich habe ja noch einiges hier hinten, denke ich. Hoffe ich. Wenn dann hier irgendwo, ja, ganz viel. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10.000. Das kommt dann mal hier rein. Sollte ja relativ schnell gehen. Ja, passt. Dann mache ich daraus Basalt Pava. Mit der Handsaw, die ich momentan wieder nicht habe. Entweder habe ich sie wieder weggeworfen oder die ist oben in der Kiste. Und ja, ich brauche auch gar nicht so viel. Eigentlich reicht das schon, denke ich. Aber
So, ich hoffe mal, die ist hier drin. Oh nee, habe ich die wieder weggeworfen? Handsaw. Nein. Oh, keine Energie. Ich brauche Energie. Aua. Vielleicht hier. Ah, perfekt. Gut, lade ich mich eben auf. Und dann setzen wir das um, was ich eben vorhatte. So, das ist hey, aufgeladen. Wake up. Hey, wake up! So. Gut, dann machen wir das einmal. So, jetzt brauche ich noch Eisen natürlich. Hey, hier haben wir einiges. Wake up. Hey, wake up. Ich soll aufwachen, glaube ich. So. Dann bauen wir das hier hoch und zwar immer abwechselnd. Ich muss mal gucken, womit ich jetzt anfangen muss. Hier ist ein Block. Hier ist eine Fackel. Block. Fackel. Also quasi so. Und dann zack. Jetzt kommt das alles erstmal weg. So. Okay. Zack. Was? Geht nicht? Das ist doch quasi ein ganzer Block dann. Oh Mann. Warum geht das nicht? Oh, ist doch doof. Damit. Angenommen, ich mach das so, dann geht das doch, oder? Nein, hä? Was? Das hat gar keinen Sinn. Half-Slab und Half-Slab ist ein ganzer Block und deswegen müsste das gehen. Machen das mal zurück. Können wir das leider nicht so machen, wie ich vorhatte. Machen das dann aber so, das geht ja, genau. So, und dann wieder weiß und schwarz. Bis zur 75, also noch ein. Ups. Weiß. So, ups. So, diese Dinger stehen dann immer in Ecken. Ist jetzt leider nicht so schön. Aber lässt sich nicht vermeiden. Weil von der Sache her finde ich das ziemlich cool, wenn die Umrandung eben aus den Dingern besteht. So, ganz oben ist weiß. Das heißt, ich muss das hier auch so machen, dass oben weiß. Okay, oder wir machen es halt versetzt. Also oben ist jetzt schwarz, weiß, schwarz, weiß. Das heißt, der erste Block ist weiß. So. Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz. So. Dann gehen wir nach da hinten. Und zwar nach hier. Oder? Hier? Passt. Passt. Okay, jetzt muss ich natürlich nochmal gucken. Hier ist der erste, der obere Block weiß. Das heißt, man kann sie auch runterrechnen. 74 ist weiß. Das heißt, 64, 10 Blöcke drunter, müsste
schwarz sein? Ich hoffe. Macht aber jetzt so, ohne groß nachzudenken, Sinn. Ja, das sieht gut aus. Zack. Ja. Gut. Dann hier nochmal. Hier ist es wieder schwarz. Schwarz, weiß, schwarz. Weiß. Schwarz, weiß, schwarz. So. So. Zack. Ja. Und so. Oh, das war sogar falsch. Moment, der oberste war doch gar nicht 75, sondern eins drüber noch. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist das. Ja, dann wäre der nämlich falsch. Na ja, gut, dann machen wir hier noch überall einen drauf. So. So, dicker Baum im Weg. Dann hier noch, ja, müssen wir halt alles wieder abreißen. Hätte ich auch mit dem Ding ändern können. Aber es ist jetzt zu spät. Geschafft. Ja. Und weiß oben drauf. Gut. Und das alles weg. Und dann verbinden wir das. Dürfte sogar alles in einem passieren. Ne, eben nur zwei. Okay, das wäre jetzt natürlich gut, wenn das sich auch mit dem da oben verbindet. Aber das tut es gar nicht. Okay, das ist aber eigentlich nicht so schlimm. Weil man das eh kommen sieht. Ja, was soll's. Würde sich bestimmt noch irgendwie machen lassen. Aber ist ja auch jetzt kein Weltuntergang. Naja. Okay. Ja, es ist schade, dass man die Dinger nicht abbauen kann. Würde bestimmt auch irgendwie gehen, aber das, ja, weiß nicht. Hab ich jetzt nicht so die Zeit für, weil das heute die letzte Folge ist und ich keine Zeit mehr habe, das noch rauszufinden. So, farm ich das mal eben ab, dann sollte es auch reichen. Für den letzten Teil da hinten. Okay. So. Dann, ja, ist recht locker. Fahre ich trotzdem nochmal ab, damit ich eine Uhr habe. Fahren wir mal. So. Okay. Gut. Dann haben wir das. Würde ich mir gleich mal gerne so im Dunkeln angucken. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht.
Dann mache ich das hier mal wieder zu. Jetzt habe ich noch kein Dirt dabei. Hier kann schon mal ein Eisenblock drauf. Dann packe ich ansonsten mal alles weg, was ich hier so habe und nicht brauche. Ja, Lemax. Ja, komm, eigentlich alles. So. Gut, dann werde ich das einfach komplett abbauen und nach hier hinten verschieben. Oder direkt ans Lagersystem, genau. Das wäre wahrscheinlich am besten. Mal gucken, wo kommt ein Eisen rein? Hier. Das ist auch angeschlossen. Ja, Block of Iron. Gucken. Ah, komm schon. Ich hasse es. Ja, das bauen wir einfach dann irgendwo hier vorne hin. Hier in die Wand. Und zwar genauso, wie das da ankommt. Die Kiste baue ich als letztes ab. Den brauchen wir eh schon lange nicht mehr. Spotloader. So, die Autocrafting Table brauchen wir. Das brauchen wir. So, und die Kiste brauchen wir an sich nicht mehr. Und die kommt natürlich auch weg. Zack. Okay, dann geht's eben hier rein. Und ich hoffe mal, dass ich das jetzt hier so bauen kann, wie es auch da hinten war. Und zwar kommt hier ein Receive Only Eisen hin. Das heißt, das kommt dann da raus und geht in den Autocrafting Table. Da wird es dann verarbeitet zu einem Block of Iron. Und da geht es dann raus nach hier. Genau. Hier könnte ich auch ein Autarchic Gate nehmen. Das mache ich auch. Falls ich das gerade da habe. Das wäre ja dann da oben. Autarchic Gate, perfekt. Davon habe ich mir ein paar gemacht letztens mal irgendwann. Hier dran, ne? Wenn. Inventory. So, Energy Pulser. Ich glaube, das ist richtig so. Das heißt, wenn ich das jetzt mal hier ein bisschen befülle. Kommt's raus. Gut. Dann brauchen wir hier ein Eisengate. Eine Eisenpipe. Kann ich mir mal von hier klauen. Müsste irgendwo hier drin sein. Ja, hier unten. Iron Transport Pipe. Und die stellen wir so ein, dass die in die richtige Richtung zeigt. Da. Und zwar so, dann gehen alle Items nach da. Das ist also richtig. Dann, gut, dann passt das. Jetzt packe ich mal das ganze Eisen, was ich habe, weg. Wobei ich echt einfach zu viel habe. Ich werfe einfach ein paar Sachen weg. Ja. So. Das ist ja ein Ingot. Kann dann mal schön die spawnen. Das auch. Das auch. Iron bleibt da.
Wobei ich die auch zu Blöcken machen könnte. Ich kann doch einfach eine Dia-Chest mal langsam machen. Dafür. Vielleicht habe ich noch sogar so ein Upgrade, sonst nehme ich die hier. Ne, hier habe ich eins von normaler zu Eisen. Aber ansonsten nicht, so wie es aussieht. So. Kommt das mal alles da rein. Und dann dauert das auch noch ein bisschen, bis das voll ist. So, gut. Weg damit. Ist auch noch was. Und dann ist ja noch ganz viel hier hinten. Oh, das ist aber echt ziemlich viel. Wird doch noch knapp. So, wie geht das jetzt? Ups. Ah, ne. So nicht. Ah. Das hat geklappt. Ach, verdammt. Runter. Ich sollte mir noch ein paar Eisengolems machen, dann verbrauche ich ein bisschen Eisen. So, so. Shift. Und so. Gut, jetzt ist wieder voll. Ja, komm, dann. Machen wir so. Und werfen ein bisschen davon wieder weg. Wie ging das? Alt? Ja. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass da noch was liegt. So, gut. Das darf die spawnen. Dann bauen wir das wieder zu. Und hier kommt dann das restliche Eisen noch alles rein. Gut. Weg damit. Der Schalter, den brauchen wir ja nicht mehr. So, okay. Dann. Machen wir das hier zu mit Eisen. Nehme ich mir mal zwei Blöcke von hier unten. Ah, aber nicht so viel. Ja. Hier ist jetzt noch ein Loch. Jetzt nicht mehr. Da kommt auch noch irgendwas drin. Rein. Dann leeren wir das mal aus. Und eigentlich wollte ich hier noch irgendwas Anständiges machen, aber da bin ich nie zugekommen. Aber ich werde das trotzdem irgendwo anders hinbauen. Werkbänke haben wir ja genug, normale. Und das Teil kommt. Wie baut man das denn nochmal? Okay, Kiste, Crafting Bench, Stein und Holz. Mache ich davon nochmal 3 Stück und dann können wir die auch da oben hinsetzen. Oder einfach, ja, da oben links vielleicht. So, Kisten. Was brauchen wir? 1, 2, 3. Dann ja, normales Holz. Für Kisten. Und dann Stein. Hier. 1, 2, 3. Ich glaube, so war das. Ah, jetzt habe ich keine Kiste gemacht. So. Dann legen das hier. 1, 2, 3. Und nochmal das Holz. Falsch. So, gut. Dann kommen die hier weg. Ups, das sind ja gar keine Crafting Benches. Super. Oh, wenn leer und wenn Items drin, dann ein Reposer. Okay. Ist das richtig rum? Ja. Leer und Items drin. Müsste richtig sein, ne? Genau. Gut, machen wir das so. Und auch von unten. Dann muss ich, glaube ich, die Kiste abbauen.
So, und dann machen wir das ja, einfach hier überall rein. Was soll's. Stört ja keinen. Und auch vielleicht sieht das sogar von... Nee, sieht nicht so aus. Wie die normalen. So, das letzte. Geschafft. Dann zack, zack. Zack. Oh, Mist. Sieht dann natürlich doof aus. Zack und zack. Gut. Ja, passt schon. Okay. Dann haben wir das. Kommen die Sachen nochmal weg. Oh, habe ich gerade. Nee, habe ich nicht. Okay, dann habe ich noch. Ich werde das Ding hier mal einfach irgendwo hier in ein Haus setzen. Da kommt ihr zur Eisenfarm, falls ihr reingehen wollt. So. So, es ist Nacht. Und ja, ich finde es allgemein echt ganz, ganz cool, glaube ich. Ja, das ist leider dunkel, dadurch, dass es hier durch Blöcke geht. Aber was soll's. Okay. Na gut, gefällt mir echt ganz gut. Ist halt so ein bisschen Premium. Mehr oder weniger. Oder was anderes als die Zäune. Dann. Ach, da muss ich noch die ganzen Lampen machen. Naja, so viel sind es nicht. Wobei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also gut, nochmal das Doppelte. Ja, das hier erkläre ich jetzt als fertig. Hä, fehlt was? Das müsste auf jeden Fall noch hin. Boah, habe ich noch nicht mehr. Oder? Ja, ich brauche was Kleineres. Oder das ist ein Triple-Ding, was auch immer. Naja, dann muss ich mir das noch machen. Und dann muss ich mir auch noch ein Glas machen. Glas haben wir da oben. Dann haben wir hier das Ding. Und noch Basalt. Okay. So. Einmal das hier. Das reicht schon. Und dann machen wir das hier. Ach komm. Panels. Cover. Ja, und das war's. Nein, du kommst zu mir zurück. Sonst ruhe ich dich später wieder die ganze Zeit. So, dann holen wir uns hier noch ein Strip-Ding raus. Strip-Ding. Sieht gut an. Habe ich aber nicht, verdammt. Habe ich zum Glück mitgenommen. Einmal so und dann so. Okay. Das bauen wir dann hier hin. So. Ach guck mal, hier klappt's doch. Das ist nicht in dem Block drin. Aber hier schon. Komisch. Ja, aber das ein ganzer Block ist wahrscheinlich und das da nicht. Aber gut. Okay. Ja, Türen kommen ja auch nicht rein, würde ich sagen. Hier kann man auch hochfliegen als abgespaceter Typ, der hier wohnt. Soll da Wasser drin bleiben? Nee, Öl natürlich. Wo kriege ich jetzt Öl her? Wo habe ich denn das herbekommen? Da habe ich so lange für gesucht, ne? Ich habe aber noch Öl.
Oh, ich hab noch Öl, ich hab noch Öl. Ups. Mal gucken, hier irgendwo. Oh, genug sogar wahrscheinlich. Das ist perfekt. So. Dann gehen wir nach oben. Mal gucken. Hier rein. Muss ich erstmal zubauen eigentlich. Ich will das Öl jetzt nicht verlieren. Dort. Dort brauche ich sowieso noch hierfür. Ab da oder so. So, du darfst einmal zuwachsen. Dann bauen wir das hier kurz zu. Und dann direkt wieder auf. Ja, die Kiste kann von mir aus da bleiben. Oder? Ne, ich baue sie einfach ab. Darunter ist auch noch irgendwas mit der Technik und so. Aber das bleibt erstmal erst da. Als Erinnerung. Oder was auch immer. Hier ist es jetzt, wenn ich es dahin setze, dann. Okay, dann entsteht da leider kein richtiger Block. Moment, dann wäre es am effizientesten, wenn man. Nee. Warte, wenn man das so macht. Hier. Dann in der Mitte. Und dann da und da. Nee, verdammt. Das gleiche wieder. Na gut, dann machen wir das so, 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 so. Und dann eben noch hier. Ach, man muss überall machen, sonst geht's gar nicht. Das ist nicht so gut, weil das wird nicht reichen. Mist. Das wird nicht reichen. Wo kriege ich jetzt so schnell Öl her? Wie kann ich das kleiner machen? Hier? Nee. Z? Nee. Mist. Ich hole sie weg. So. Fünf Stück, das reicht für die Hälfte ungefähr. Mal gucken. Also, mal da rein. Ja, überall. Zack, 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 zack. Jetzt brauchen wir noch zwei Eimer. Hier war auf jeden Fall irgendwo eine Ölquelle, die ich erst später gefunden habe, nachdem ich so lange nach Öl gesucht habe. Glaube ich. Das heißt, die könnte ich vielleicht sogar noch wiederfinden. Da ist doch richtig was, oder? Kann ich. Ich habe keine Energie auf meinen Schuhen. Ah, hier. Nee. Nee. Oder? Nee. Oh, man ist so schon schnell mit Energie auf den Schuhen, aber. Ah, hier ist was. Perfekt. Dann machen wir alles voll. So, dann geht's zurück. Ich spiele so. Ja, jetzt bin ich schneller ohne zu springen. Glaube ich. Dann kommen die Schuhe auch nochmal eben. Hier, in die Aufladestation. So, übrigens, wenn man unbefugt das Grundstück betritt, das heißt, wenn es jemand macht, der nicht genehmigt ist, dann wird er hier durchbohrt von den Lasern. Nur mich erkennt er halt direkt, deswegen werde ich nicht durchbohrt. Oder durchlasert oder was auch immer. So, Schuhe. Ihr kommt mal eben hier rein. Die muss ich gleich wieder rausholen, weil ich ihr vergesse. Bis ich merke, dass ich die ganze falsch bekomme. So und so. Gut. Passt. Dann. Ja, war's das erstmal.
Jetzt muss ich nur noch die Lampen machen. Genau. Okay. Das heißt, dafür brauche ich noch mal oh Gott, alles Mögliche. Slabs, Covers oder sonst. Doch, das ist ein Cover. Und da findet auch die Ecken und so ein Scheiß. Das ist immer nervig gewesen. So, ist voll. Mein Helm habe ich ja verloren beim Ender Dragon Fight. So, Cover Strip. Cover Ecken. Cover normale. Posts habe ich auch. Ich habe alles. Und dann brauche ich noch Half Slabs. Die habe ich nicht mehr hier oben, aber unten habe ich jetzt wieder einiges gebraten. Und zwar, ich brauche mal langsam einen Spitzhacke wieder. Wo habe ich ihn hingetan? Wo habe ich ihn hingetan? Hier rein? Ja, ich habe ausgetauscht. Achso, komm dann auch zurück. So. Dann hole ich mir die Dinger noch raus. Werde ich mir dann dazu weiterverarbeiten. Und den Rest, den packe ich erstmal weg. So. Welche sogar? Brauche ich nicht. Und ich brauche eh nicht so viel davon, deswegen könnte es sein, dass es schon reicht. Mal gucken. Ansonsten habe ich aber auch das Ding dabei. Gut. Ach nee, ich habe die auch schon überall gesetzt, da brauche ich gar keine von. Verdammt. Achso, aber die Lampen brauche ich. Und davon werde ich. Doch, davon habe ich noch 8, soweit ich weiß. Hier, achso, da. Die schon gesucht. So. Ich könnte es ja auch mal anders angehen. Erstmal zum Beispiel die Posts. Und die Cover. Ja, und die Dinger hier. So, zack. 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 So, nächstes. Zack, zack, zack. Zack. Hatte ich da alles? Ja. Dann einmal hier. Zack, zack, zack. Und zack. Dann einmal hier. Kann ich direkt hier draufstellen. Gemütlich. So. Dann hier noch 2. Und dann hätten wir es. Komm, setz dich. Oh, die Posts sind leer. Das ist gut, weil ich brauche auch keine mehr. Könnte vielleicht noch einen Weg von hier nach hier irgendwo gehen lassen, oder? Oder hier so einen kleinen Platz machen. Vielleicht. Weil hier noch so viel frei ist. Müsste ich gleich mal gucken. Aber erstmal kommen jetzt die Lampen dahin. So, jetzt muss ich die Hälfte der Posts wieder abreißen. Weil nämlich die Dinger da drin kommen und die kann ich leider nur so platzieren. Ups. Die wieder dran. Und da komme ich mal jetzt alles auf einmal. Lohnt sich doch nicht so ganz. Das nicht so zu machen. Glaube ich. Vielleicht schon. Was auch immer. So, ja, so lange dauert es gar nicht. So,
Ja, gleich schon fertig. Ich muss nur noch im Flow sein. Brauche ich auch. So. So, dann die Dinger an allen Seiten. Und mein rechter Bildschirm geht gleich aus. Deswegen drücke ich eben den Knopf. So. So, gut, dann ist das Ding fertig. Mir fehlt was, oder? So. Ansonsten ist es gut. Okay, next. So, mal da. Mal da. Und wieder das Ganze von vorne. Freut sich unvergessen. So, okay. Zack. Und so, okay, perfekt. Dann, ich weiß nicht, die sind schon ziemlich nah aneinander, oder? Aber egal, ich lasse es so. Erstmal. Nein. Und das gleiche wieder. Ich hoffe mal, es ist gerade Musik im Hintergrund und ich hoffe mal, die hier ist aus. Okay, sehr gut. Dann ist sie vielleicht nicht ganz so langweilig. Ansonsten könnt ihr es auch einfach muten und eure eigene Musik abspielen. Oder einfach nicht zugucken. So, da ist fertig, oder? Ja. Dann wieder der Post. Und das war's damit. Dann kommst du wieder weg. Und du kommst dahin. Zack. Komisch. Gleich gehen uns die Dinger hier aus. Aber die kann ich ganz schnell wieder machen. Das ist gar kein Problem. Und gleich sind wir auch schon fertig. So. Zack, zack, zack. Ah. Okay, hier ist noch was. Was? Cover Corner. Achso. Habe ich zuerst. Hä? Was soll denn das? Corner gelesen. So, jetzt muss ich mir neue machen. Dafür brauche ich eigentlich nicht mal eine Werkbank. Machen wir mal ein paar. Ein bisschen mehr. Wir haben eh genug von den Strips. So. Also das hier ist jetzt... Ah ne, hier kommen wir dran. Das ist noch nicht fertig. Aber ja, gut. Dann geht's hier weiter. Du weg. Du hin. Nein, das macht viel Sinn. Oh, das war ein Reim. Du weg, du hin, das macht viel Sinn. Und das Ganze von vorne. Ganz ungewohnt, dass man hier ungestört bauen kann. Ohne dass irgendwelche Creeper entstören. Aber das Gute daran ist, mein Grundstück gefällt mir nachts viel besser als tags. Durch die ganzen Lichter, die jetzt so hier sind. Ich guck mal, vielleicht werde ich meine ganzen Fackeln noch abreißen.
Wobei hier dann halt Mobs spawnen können. Aber ich weiß nicht, vielleicht lohnt sich das ja. Ja, was heißt lohnt sich das? Es wird hier eh niemand drauf spielen. Deswegen geht es eigentlich nur noch darum, dass es gut aussieht, denke ich mal. Das machen wir noch zu und eigentlich möchte ich auch das Portal noch irgendwo anders hin haben. Muss gleich mal gucken. So, vorletzte Lampe. Nein. So. Oh. Und ja. Die Dinger noch dahin. Und dann können wir uns gleich schon an die allerletzte machen. Die allerletzte Folge. Die allerletzte Lampe in der allerletzten Folge. So. Zack. Überall fertig. Und. Oh, hier fehlen noch die Treppen. Fällt mir auf. Was mache ich hier eigentlich? Aus Eisen? Oder aus. Ne, ich glaube aus Basalt. So, nochmal weg. Und nochmal hin. Hey. Oh, nein. So. Zack. 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 Und. Zack. Oh, jetzt habe ich es unten vergessen. Warum auch immer. Ist ja nicht so, als hätte ich das schon oft genug jetzt gemacht. So. Du nochmal weg. Wo waren wir denn? Achso, war fertig. So. Glaube ich, haben wir es geschafft. Okay. Dann kommt das Ding wieder dran und die Lampen sind fertig. Gut, ich werde mal einfach durch meine Stadt marschieren. So, Eingang. Hallo, ich bin's, der Tim. Gut, ich bin nicht zerfleischt. Ah, Lampen. Lampen, Lampen, Lampen. Wunderhübsch, wunderhübsch. Oh, zwei Lampen nebeneinander und noch eine Lampe. Okay, sehr gut. So, dann hätte ich noch mal gerne meine Schaufel, obwohl es lohnt sich jetzt nicht. Ich werde aber, wie gesagt, hiermit noch mal die Treppen machen. Und zwar so. Oh nein. Die sind falsch. Oh, habe ich die irgendwo sonst noch verbaut? Das wäre nicht gut. Aber glaube ich nicht. So, dann kommt es noch da dran. Und vielleicht sogar so. Aber das weiß ich noch nicht. Nee. Mache ich eher wieder weg. Und dann bauen wir das noch ein bisschen um. Hoffentlich klappt das. Die Lampe ist jetzt leider ein bisschen nah. Aber was soll's. Vielleicht so. Ja. Machen wir das mal so. Keine Ahnung. Irgendwie so. Wäre natürlich perfekt, wenn die Lampe jetzt noch ein Stück weiter. Oh Mann. Ich muss das jetzt machen. Oh. Bleibt mir gar kein anderer Ball.
verdammt, hätte ich mal vorher mich entscheiden sollen. Oder den Weg vorher machen sollen. So. Mal gucken, das wird so eine richtige 2-Stunden-Folge. Ja, ist gut, ne? So. Zack, zack. Zack. Lampe oben drauf. Cover oben drauf. So, und dann. Das hier alles. Oh, jetzt habe ich unten den Cover noch nicht. Aber den können wir auch nachher machen. Ups, habe ich das schon wieder vergessen. So. An die Ecken. Und das war's. Schreibt Pfannkuchen in den Chat, wenn ihr jetzt noch guckt. In den Chat, in den Kommentaren. Und wenn ihr das tut, dann Glückwunsch für, oder Respekt für euer Durchhaltevermögen. Dass ihr euch das ernsthaft antut. So, gut. Alles klar. Jetzt kann man natürlich noch hier irgendwelche Details einfügen und so. Aber ja, mache ich erstmal nicht jetzt. Weil es muss ja auch bald zum Ende kommen. Die Fackeln werde ich auch hier lassen. Die stören mich jetzt nicht so sehr. Gut. Dann werde ich die hier, Ja, eigentlich bin ich schon fertig, oder? Dann sortiere ich jetzt noch die Sachen da aus. Weil ihr werdet ja sowieso mit einem leeren Inventar hier drauf joinen, wenn ihr euch die Welt runterladet. Dann könnt ihr die Sachen hier rausnehmen, wenn ihr Lust habt. So, zack. Alles hier rein. Es wird dann entweder einsortiert oder hier drin sein. Boah, so voll hier. Okay. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein Loch, aber das wird dann auch mal erst so bleiben. Dann haben wir da noch Wasser. Das machen wir eben zu. Wo ist es? Da oben. 1, 2, 3, 4. Gut. Okay. Was gibt's noch zu tun? Ich guck mich mal noch ein bisschen um. Aber ich meine. Achso, das Höllenportal. Wo können wir das denn hinstellen? Ja, in so ein Haus ist es leider ein bisschen zu groß. Für so ein Haus. Außer man nimmt dafür so eins hier zum Beispiel. Dann dürfte das passen. Naja, tut es aber auch nicht wirklich. Ich lasse einfach stehen, glaube ich. Oder halt hier rein, aber nee, ich lasse einfach da stehen. Das ist ein Portal, das ist da geboren, das bleibt auch da. Genau, passt schon. Okay. Achso, die Kiste wollte ich noch abbauen. Mit den ganzen Sachen, die wir so da drin haben. Und zwar mit dieser Spitzhacke eigentlich. Ne, mit dieser Spitzhacke. Die benutze ich nämlich die ganze Zeit. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Wobei es ganz gut wäre, wenn ich hier oben noch irgendwo ein Crafting Table hätte. Aber muss auch nicht sein. So. Dann geht's nach unten.
hier hin. Und dann kommt das alles weg. So. Dann sortiere ich das noch ein bisschen ein. Dass hier nicht einsortiert wurde. Obwohl Seeds zum Beispiel. Müssten ja eigentlich einsortiert werden. Aber ich habe auch, glaube ich, ein paar Sachen da einfach reingetan. Nicht zu voll war oder so. Ender Pearls. Die Meta jetzt zum Beispiel auch. Ender Pearls vielleicht. Keine Ahnung. Aber bin ja eigentlich auch zu Mockdrops einfach. Aber gut. Okay. Dann wäre es das. Genau. Also die Programme übrigens, die könnt ihr euch alle auch runterladen, die ich hier geschrieben habe mit den Turtles. Steht ja eigentlich in jeder Folge in der Beschreibung. Und dann gibt es jetzt nochmal eine kurze Unterbrechung und danach machen wir die kleine Stadttour. Also bis gleich. Weiter geht's. Und zwar, wie gesagt, mit einem kleinen Stadtrundgang. Ich werde mich noch eben aufladen und dann geht es los. Und ja, ich habe jetzt schon circa 1,5 Stunden aufgenommen. Das bedeutet, dass ich den Stadtrundgang auf jeden Fall nicht allzu lange machen werde. Es ist Nacht, dann gehe ich auch direkt mal ins Bett. So. Einmal schlafen und dann geht es los. Ich muss mal gucken, wie rum ich jetzt gehe. Aber ich denke mal, ich fange einfach da hinten an. Weil, keine Ahnung, da muss ich nicht zurückkommen. Wie auch immer. So, hier wohnt Veni. Der ist ja relativ spät dazugekommen. Aber soweit ich weiß, hat er... Oh Gott, jetzt habe ich natürlich gar nichts dabei. Vielleicht bräuchte ich schon mal so ein Portable Hole oder sowas. Oh, das ist alles gewachsen. Ich war ein bisschen länger nicht da. So, war schon vergessen, wo er es ist. Ja. Mal zurück. Das sollte noch hier drin sein. Genau. Und los geht's. So, schnell. Also, wie gesagt, Veni ist relativ spät dazugekommen. Hat aber auch echt coole Sachen gebaut. Ja, so. Vor allem, das hier gefällt mir ganz gut. Da kann er nämlich automatisch die ganzen Sachen craften, die es hier so gibt. Hier muss er irgendwie die Sachen reintun und die kommen unten raus. Aber er muss halt schon selber noch nachzählen, was er alles braucht und so. Aber das ist echt ziemlich hilfreich. Oh, hier gibt es irgendwelche Sachen, die ich nicht mehr kenne. Was ist denn das? Keine Ahnung. Dann hat er hier sein Lager. Ein Magiezeugs-Spawner. Was ist das denn? Hä? Verstehe ich nicht. Aber gut. Nochmal Magie und Technik. Dies, das. Und ich bin wieder weg. Wie gesagt, ich zeige nur alle ganz kurz. Weil sich das einfach viele gewünscht haben. Auch im Livestream und so. Hier ist der mit eigenen Händen gebaute Turm von Mojang Minecrafter. Der auf jeden Fall cool aussieht. Unten hat er irgendwie die Technik noch drin. Genau, aber ich weiß nicht. Ah, läuft sogar alles noch. Ja, ich glaube, in Richtung Technik hat er nicht so viel gemacht. Aber ich bin auch gar nicht auf dem neuesten Stand bei den ganzen Leuten hier. Aha. Oh. Gut. Bin ich OP? Nein. Schade. Geht's wieder weg. Und als nächstes kommt Riole. Und ich nenne immer Riole, obwohl alle ihn Riol nennen, ohne E am Ende. Aber egal. Und ja, der hat auch, glaube ich, aufgehört, nachdem ich die letzte Stadtrundfahrt gemacht habe. Hat hier ein bisschen Magie und hauptsächlich halt in seinem Haus gebaut. Was auf jeden Fall von der Sache her ziemlich cool ist, so hier mit dem, keine Ahnung, mit der Einebnung, was man es so nennt.
Aber wir haben halt nicht wirklich weitergebaut dann. Dann ist hier Concrafter. Der wahrscheinlich einer der unproduktivsten Leute überhaupt war. Er hat immer Sachen gebaut und die wieder abgerissen. Das Einzige, was übrig ist, ist sein Glowstone-Wolle-Penis, mit dem er eine wunderschöne Aussicht hat. Keine Ahnung, also in Richtung Technik hat er so die gar nichts. Ja, was ist gar nichts? Ne? Nicht so viel gemacht. Und der hat von mir geklaut. Die Pilzkühe. Habe ich hier nicht raus? Oder leckt es wieder? Es leckt. Super. Dann kommen wir zum Kev. Der hat ja sein ganzes Grundstück weggesprengt. Warum auch immer. Weil er auch mal einen Skandal auslösen wollte. Hat dann wieder nur angefangen, was ich ziemlich ja, cool finde. Sieht eigentlich ganz gut aus, nur halt auch nicht fertig gebaut. Mit nur aufgehört, seitdem Hero startet oder gestartet ist. Hier ist seine Duff-Dose. Ja. Buff. Buff? Buff. Ja. Nee, hä? Burn. Ach lol, Burn. Seine Burn-Dose. So rum. Dann Spark of Phoenix. Der hat sicherlich mit am meisten hier gebaut. Hat auch, glaube ich, doppelt so viel Folgen wie alle anderen. 300 noch was. Und ja, aber ist auch echt cool geworden, was ihr gemacht hat. Sein Haus und dann hier unten die ganze Technik mit allem möglichen Zeugs. Aber keine Ahnung, da das ist mir dann zu. Boah, hab ich kaputt gemacht? Nee. Boah, jetzt aber. Verdammt, war ich nicht. Sind eingesammelt. Das passt. Ist mir jetzt zu blöd, alles durchzugehen, weil er so viel hat. Da haben wir hier ein Gemeinschaftshaus auf dem Grundstück von Dina, das mal hier irgendwo stand, wo jetzt das Bordell von Revi ist. Und hier noch irgendein Haus, keine Ahnung, was das da schön sollte. Und hier noch Debitos Fleischbude und Sparks Kuchenpalast. Aha. Ja, also wie gesagt, hier stand mal Denas Haus. Das wurde dann in die Luft gesprengt. Aus einer Racheaktion heraus. FSK 18. Boah, zum Glück bin ich alt genug. So, da haben wir Simons Baumhaus. Was von der Sache her schon allein cool war. Ich finde es so schade, dass er das Ding so sehr ausgebaut hat. Ich fand, mittendrin sah es echt cool aus. Und dann wurde es ein bisschen zu viel. Mit den ganzen eckigen Räumen und dann eben noch hier der dicke Technikanbau hinten drin. Hat mit Magie angefangen und dann